Hallo, herzlich willkommen zurück bei Rusat 101. Wir sind immer noch hier mit Nachtflammen zugange. Oh Mann, ja, ich weiß, es ist ein bisschen langweilig. Aber diese Phasen gibt es hier bei Rusat 101 immer mal wieder. Vor allem, nachdem es jetzt in letzter Zeit doch ausgesprochen spannend war, finde ich zumindest, was so den Kampf um die Schattenmagie ging und so weiter angeht. Jetzt wird hier direkt ein Ifrit auf mich gemacht, aber das ist nicht schlimm. Ist es jetzt mal wieder ein bisschen lamer hier, die Story ist gerade ein bisschen runtergekocht. Wir machen Straßenkampf und sonst nichts. Langsam kriege ich auch Hunger. Gleich koche ich was Leckeres. Ich mache gleich... Moment, ich muss mich konzentrieren, nicht, dass ich wieder irgendeinen Quatsch mache. Wir machen erstmal natürlich das Teil weg. Gleich mache ich Spaghetti. Das ist jetzt nicht so schwer. Und dann mache ich eine Nudelsoße. Eine Tomatensoße mit Hackfleischbällchen in vegan. Von Garden Gourmet gibt es da so vegane Klößchen. Die sind nicht nur sehr lecker, sondern auch sehr, sehr, ja, harmlos, was Kohlenhydrate, Fett und Kalorien angeht. Die sind echt gut. Und eine harmlose Tomatensauce, natürlich ohne Sahne, ist schon krass. Ich bin zwar nicht vegan, sondern vegetarisch, aber das kann man ruhig mal machen, ne? Da bin ich sehr gespannt, wie das gleich wird. Ich habe da ein Rezept gesehen auf gardengourmet.de. Oh, hier ist wieder ein Trubel im Hintergrund. Pipatipapitipu, 14.40 Uhr. Eigentlich kann ich sogar noch ein bisschen länger spielen heute. Denn das Essen, was ich gleich mache, ist wirklich so leicht und schnell gemacht. Aber ich muss noch aufräumen. Das ist manchmal so ein Monolog, die ich hier führe. Ne? Ich meine, ich führe seit über 1160 Folgen Monolog. Na Quatsch, zwischendurch gab es mal auch Dialoge, wo ich mit Leuten zusammengespielt habe. Übrigens wurde sich gewünscht, dass ich wieder mit dem Gamesjodler was zusammenspiele. Das ist eine gute Idee. Ich könnte ihn mal fragen. Allerdings weiß ich nicht, ob der Gamesjodler überhaupt noch Rusat 101 spielt und ob der überhaupt auch schon Level 100 ist oder ein Krysan ist. Ne? Weil inzwischen bin ich natürlich so weit, dass auch viele Leute dabei sind, die gar nicht so weit sind wie ich. Und der Gamesjodler kann auch sein, dass er irgendwann mal aufgehört hat. Das kann ich mir sogar sehr gut vorstellen. Das wäre natürlich ärgerlich. So, ich hoffe, ich finde jetzt das nächste Kohlebecken oder was auch immer. Kohlegedöns. Eine Sammelquest. Ist jetzt, glaube ich, schon der vierte Kampf hier. Ich wette, Leute, ich wette mein linkes Ei, dass ich noch einen... Habe ich das gerade gesagt? Ja, ich habe es gesagt. Dass ich noch einen fünften Kampf machen muss. Sorry an alle Kinder. Mein linkes Osterei aus meinem Osterkörbchen. Ja, ich habe es geschafft. So, schnell weg hier. Oh, das ist eine blöde Stelle hier, ne? So, wir müssen in die Mondklippen. Das ist jetzt schon wieder ganz viel Wanderei, deswegen gehen wir hier hin und dann gehen wir hier hin. Hier hüpf, hier hüpf, hier hüpf. Hat jetzt irgendwer geschrieben, ja Kaios, du bist jetzt fast fertig mit Chrysalis. Das stimmt doch gar nicht. Es kommt ja noch diese Rakia-Festung und dann kommt ja noch Chrysalis Teil 2. Wurde ja immer wieder gesagt, was auch immer Chrysalis Teil 2 ist. Bitte nicht spoilern, ich werde es schon noch herausfinden. Aber egal, wir marschieren hier geradewegs durch, wir lassen uns nicht aufhalten. Auch wenn ich echt das Gefühl habe, dieses Hasten ist viel langsamer als die anderen Sachen. Wobei das ja nicht sein kann. Du hast den Kohlenstaub? Wunderbar! Vermische ihn nun mit dem Gift der Goliath-Stecher, um das Heilmittel herzustellen. Ich habe Düwem zur kleinen Galerie bringen lassen. Treffen wir uns drin. Ach ja, jetzt treffen wir die Nervensäge Divim, Weißhirsch, Braunhirsch. Keine Ahnung, wie er heißt. Den Divim Platzhirsch. Divim Platzhirsch, so heißt er. Ich meine, genauso heißt er, Divim Platzhirsch.
Wo ist denn die kleine Galerie? Ach, hier. Sobald ich die Hülle aus Harz geschmolzen habe, verabreiche ihm das Heilmittel. Da liegt er, der gute alte kleine Devi. Devi Boy, ach, gucken dir an. Ach Gottchen, nee, das ist ja Herz allerliebst. Da zoomen wir mal ein bisschen dran. Da liegt er, ungewaschen. Devi, Devi, Devi. Was für ein trauriger Anblick. So. Düvims Körper ist starr und kalt. Doch du hoffst das der Beste Kevin tanzt, und löst ne? ihm das Heilmittel ein. Der Kevin tanzt. Einen während er hier einen Zombie erschafft. Im Moment passiert nichts. Kein Herzschlag, kein Puls. Das schmeckt ja furchtbar. Du kannst die Augen auch aufmachen, Devim. Und Kevin, du kannst aufhören zu tanzen und das Haustier kann mal bitte aus der Kommode rauskommen. Was ist das hier für ein Sauhaufen? Devim, Augen auf. Der steht jetzt wieder plötzlich vor der Tür und läuft die ganze Zeit mit mir, wetten? Oh. Direkt wieder einsatzbereit. Jetzt sprechen wir wieder mit der Königin Sabina, die natürlich wieder komplett da hochgegangen ist, statt mal einfach da zu warten. Ne? Nö, die latscht erstmal den ganzen Weg zurück, denn, ja, warum auch immer, weil die irgendwie einen Schaden hat. Gut gemacht, Zauberwirker. Meine Leute werden Düvim Weißhirsch zurück nach Bastei geleiten. Er sollte sich eine Weile ausruhen. Zauberwirker, sage König Pyat, dass es uns Bienen eine Ehre ist, Seite an Seite mit Bastei gegen den Schatten zu kämpfen. Der Weg, der vor dir liegt, ist dunkel und voller Gefahren. Doch wenn ich helfen kann, sage einfach Bescheid. Okay, Baby. Ab nach Bastei. Bescheid! Kann direkt mal mitkommen, oder? Kann man ihren Platz da verlassen. Die faule... faule Haut. Faule Bienenhaut. Tagchen. Stehst da so nichts an drum. Plötzlich kommt so ein bunter Osterhase und springt dir durchs Gottesanbeterinnen-Gesicht. So, mein Freund. Zauberwirker. Was hat Königin Sabina gesagt? Ein Abkommen. Und Divim Weißhirsch hat geguckt, ob er in Hundekacke getreten ist. Habt ihr das gesehen? Welch glorreicher Tag. Zauberwirker. Die Schattenkönigin wird noch eine Weile an ihren Niederlagen hier und an den Mondklippen zu knapsen haben. Ich weiß, du kannst es kaum erwarten, endlich der Schattenkönigin selbst entgegenzutreten. Ich verstehe nicht genau, was sie mit ihrem dunklen Ritual bezweckt, doch ich weiß, dass sie aufgehalten werden muss. Der Schattenpalast liegt am Ende der Welt, jenseits der Sternensturzsee und der Konda-Wüste. Doch wie kommst du dorthin? Besprich dich am besten mit meiner Beraterin Una Mondentanz. Und rede dann mit Zaltana Spiegelmaske. Bist du sicher, dass wir dieser Mantis vertrauen können? Jetzt konnte man es nicht sehen. Ja, ich bin mir nicht sicher. Seltsame Verbündete in diesen dunklen Zeiten. Ich glaube nicht, dass wir der trauen können. Ich wette, das ist eine Verräterin oder so. Aber von mir aus. Mir passiert ja eh nichts. Hip, 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 hip. Halt, laufe ich dran vorbei. Wo muss ich denn hin? Hä? Hallo? Guck mal, der Quest-File, der veräppelt mich gerade. Ich würde gerne auf einer Maus reiten. Gibt es nicht eine Maus? Damit ich an der Maus, auf der Maus an den Mäusen vorbeireiten kann. So richtig der Sklaventreiber. Das wäre nicht schlecht. Du willst zum Schattenpalast vordringen? Zwischen uns und dem Ende der Welt liegen die gefährlichen Wellen der Sternensturzsee. Als die Schattenkönigin den Turm der Mondfinsternis in die Dunkelheit zog, ließ sie auch das Sternenschloss und den Sonnenbogen in die Finsternis. Kaum hatte sie beide ausgesaugt wie einen Knochen, da zerstörte die Schattenkönigin das Sternenschloss. Niemand sollte nach ihr je seine Geheimnisse erfahren. Freunde, kurze Zwischenfrage. Habt ihr schon mal einen Knochen ausgesaugt? Sie warf das Sternenschloss vom Himmel hinab, und es zerbarst in tausende von Sternen, die das Meer verbrannten und die Sternensturzsee formten. Ich habe Sternenfurzsee gelesen. Einige Sternenfragmente aber stehen noch immer am Himmel. Die verblassenden Sternensteine. Sie werden dir dabei helfen, deinen Weg durch die Sternensturzsee zu finden. Doch leider habe ich keine Idee, wie du an so einen herankommst. Was hat die denn da?
Ach, die hat Goldkarten. Ach ja, interessant. Was haben wir denn hier? Irgendwas, was ich gebrauchen kann? Feuerdrache. Nö, eigentlich brauche ich im Moment nichts. Und wenn ich was brauche, dann kümmere ich mich darum. Jetzt müssen wir mit der Sultana. Komm, wir beamen uns jetzt tatsächlich die paar Meter darüber, weil ich so faul bin. Du suchst nach einem verblassenden Sternenstein? Geisterhund. Der Kriegsherr, der die Legion der Finsternis in der Rakias-Festung befehligt, besitzt einen. Ich fürchte, nicht einmal du kannst einfach zur Rakias-Festung marschieren und an das Tor klopfen. Der Turm von Melanos ist eine Ruine in Sichtweite der Rakias-Festung. Von seiner Spitze aus könntest du sie herausfordern. Doch nur, um sie aus der Festung zu locken. Du schleichst dich derweil an ihnen vorbei und hindurch durch die geöffneten Tore. Hast du das geschafft, so solltest du in der Festung nach meiner Jagdschwester Zarosinia Totenlied Ausschau halten. Wenn du sie davon überzeugst, dass ihr Verbündete seid, wird sie dir helfen. Überzeugen heißt, kämpfe gegen 5000 Gegner. Dann glaube ich dir. Und jetzt müssen wir da hinten hingehen. Was ist denn hier los? Das ist eine richtige Laberfolge, ne? Einfach nur Quests anhören. Aber interessant, ne? Es geht weiter. Ich komme jetzt ins nächste Gebiet offenbar. Da freue ich mich auch schon sehr drauf. Huch! Ach, der Divim ist wieder da. Ach, die Nervensäge. Hast du einen Plan? Zauberwirker, dein Plan ist gewagt. Doch einen besseren haben wir nicht. Ich wünsche dir viel Glück. Der ist auch in Kacke getreten. Wenigstens musst du dich nicht allein auf den Weg machen. Divim Weißhirsch wird dich begleiten. Ich hatte ihn zwar gebeten, sich zu schonen, doch davon wollte er nichts hören. Die Nervensäge kommt schon wieder mit. Reise also mit ihm zum Turm von Melanos. Dort angekommen, kannst du dir dann überlegen, wie du ins Innere der Rakias-Festung gelangst. Ich bin sehr gespannt, wie die Sache ausgeht, mein Freund. Ich auch. Ich hoffe, du stirbst nicht schon wieder, du Pipi-Mann. Jetzt müssen wir in die Purpurschlucht. Himmel hilf. Wie hüpf. Ab in die Purpurschlucht, dann beamen wir uns doch hier wieder, ne? Interessant, interessant. Ich bin schon gespannt jetzt auf das nächste Gebiet. Lalalala. Ha, da sind wir auch schon fast. Wie praktisch. Bloß in keinen Kampf kommen. Hier, danke. Goliath-Sticher. Da ist er, der Divim. Der Turm von Melanos. Hier erlebten wir eine der ersten großen Niederlagen im Krieg gegen die Legion der Finsternis in der alten Zeit. Wir müssen die Legion der Finsternis aus dem Turm von Melanos vertreiben. Champion des Golem-Turms. Finde Turm von Melanos. Ort Popusch. Ach, ist das gar nicht der Turm von Melanos? Hä? Ach, das hier. Ist das jetzt ein... Ich hoffe, das ist kein Dungeon. Nee, warte. Dann gehen wir da in der nächsten Folge rein. Tja, Leute. Auch wenn diese Folge jetzt was kürzer ist, dann werden wir in der nächsten Folge in den Turm von Melanos gehen und dort kämpfen. Ich bin sehr gespannt, was mich und uns dort erwartet. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.